Hallo. Und damit sage ich, hallo Leute, was geht ab? Ich bin euer Tyrus und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit Nero Gaming. Ja, mit Nero Gaming. Die anderen habe ich stumm geschaltet. Ich weiß nicht, ob man die hören kann. Ist das mir auch eigentlich egal. Tyler sagt denen, die sollen leise sein, okay? Ein bisschen. Weil ich weiß nicht, ob die man am Ende des Videos hören kann. Ja, Hamburg gegen S04 in ihrem Heimstadion. Es ist möglich zu gewinnen, also Anstoß für den HSV. Pontier. Bobby Wood. Ersten Schalke Riesenchance, den Sua kann nicht eingreifen. Baba mit einer Rettungsgrätsche. Und Prelembolo. Ah, ich wollte Fake Shot machen. Der schießt einfach. Insua Bentaleb. Ah, ich wollte. Der hat keine schlimme Verletzung, also kann man weiter spielen. Bobby Wood. Ralf Fährmann, die Hamburger. Kommen so ein bisschen in die Partie, aber auch nicht so sehr. Danke. Ralf Fährmann. Marco Piaccia. Piaccia. Schalke sorgt für Wirbelwind in der ersten Hälfte. Mal die Flanke zu Max Meyer. Bentaleb. Armin Harit. Und Maximilian Meyer verliert den Ball. Der Ball auf Sven Schiplock. Baba ärgert sich, aber hat schon jetzt ein gutes Spiel. Alexander Arnold auf Armin Harit. Legt jetzt nochmal sein Tempo drauf. Harit, Flanke. Einwurf für Schalke. Die Annahme war ein bisschen doof. Hä? Die Annahme war ein bisschen doof. Piaccia. Bentaleb. Bobby Wood. Sven Schiplock. Freistoß für die Hamburger. André Hahn. Der Lady Jo, Alter! Wallacy. Also Leute, die spielen Fortnite und ich spiele FIFA, also nimmt das Hurensohn und so alles nicht so ernst. Das ist auch eigentlich nicht auf euch gemeint. Aber Tyler meint das so gerade richtig ernst. Nein, Spaß. Er nimmt das mit Humor. Ah, Schalke kann oder kommt nicht zu den Chucks McKean. Ah, McKean ist in dieser Situation auch ein bisschen, also ein bisschen von dem V-Bucks, wo ich mir die und wieder dem, was für und wieder Baba, der wieder da eine Grätsche reinsetzt und Amine Harit. Mbolo Amine Harit. Ball wird weggeklärt. Alexander Arnold. Bentaleb. Maximilian Meyer. Hätte er nicht verzögert. Ich dachte, die wollen noch mal gegen mich 1 gegen 1 machen. Aber egal. Schalke ist Harit. Ah. Papadopoulos, Max Meyer und Holpi, Wallacy, Janicic, Wallacy, Levis, Holpi, Wallacy, Pontier, Wallacy und Holpi. Kriegt den Ball da nicht gepasst und jetzt Armine Harit.
Aber der Ball prallt zu Max Meyer und jetzt Bolo. Brill, Bolo, Martenia. Das wäre fast das Eigentor von Hamburg gewesen. Ecke. Mbolo, gut gemacht. Da will jemand einen Seilfallzieher machen. Bentaleb zieht sich aber zurück. Sambuli. Und Maximilian Meyer. Bentaleb bringt die Ecke rein. Keine schlechte Ecke. Ah, ich wollte Fälscher machen. Maximilian Meyer. Die Schalker sind. Ich darf aber reden, ne? Tyler, ich darf aber reden, weil ich muss reden. Ja, aber ich gehe nicht ganz aus Ungarn. Valverde. Valverde, was war das denn? Und wieder Baba. Auch mit so einem Risikopass. 1 gegen 1, Digga, was willst du von mir, Janicic? Holtby? Und jetzt? Da müssen die Engländer klären! Shiplock? Holtby? Und schon wieder Schalke, aber dann der Fehlpass! Wallacy! Amine Harit! Bentaleb, jetzt muss ich Schalke ein bisschen mehr Platz verschaffen. Und Maximilian Meyer. Max Meyer und jetzt Mbolo. Mbolo muss die Flanke bringen. Marco Piazza, was macht der da? Auswechslung, Mbolo hatte am Ende dann doch noch eine starke Partie. Schalke hätte hier noch mal den Treffer noch machen ich können. Ich hatte grünes Halbe. Ich will das einfach wieder. Max Meyer. Schade. Bentaleb. Die Flanke auf Marco Piazza. Boah, sei. Jetzt hör auf die ganze Kommentare. Was? Ich höre Kopfhörer auf, aber ja, okay, Leute, dann muss ich mal ein bisschen Konzentration haben und kann gerade nicht reden. Man hört dich auch eigentlich. Darf ich aber schreien bei einem Tor? Nein, nein. Ja, ja. Burgstaller. Fuck. Ah, Mann. Dicker bist du, blaue Scheiße. Blaues Halbe. Dann nimm den. Komm. Max Meyer? Oh Mann, ey, der steht immer im Abseits. Burgstaller, komm jetzt. Tyler, darf ich wenigstens jubeln bei einem Tor? Ja. Meier und Schöpf. Meine Güte, ey, du hättest den schießen können, oder? Boah, Mann. Oh. Alexander Arnold. Ei. Weg mit dem Kopf.
Hamburg kriegt die Ecke. Holpi. Eckdal. Ja, ich glaube, nein. Ja, 25. Ja, ja. Oh, war das ein guter Pass? Oh ja, Digga. Nein. Ja, Digga, wollte ich schon sagen. Piazza. Burgstaller. Ecke für Schalke. Wer was? Ecke für die scheiß Hamburger. Alessandro Schöpf, komm da. Leon Goretzka. Sie kommen näher. Leon Goretzka. Leon Goretzka. 1 zu 0 Schalke. 1 zu 0. Was? Was? Max Meyer. Nein. Boah. Die machen hier Fehlpässe, die Hamburger. Schalke! Meine Leute! Wieder Burgstaller! Boah. Wow! Schalke mit dem 2-0! Das gefällt mir! Fantastisch! Oh nein, Papadopoulos. Marco Piazza. Ecke. Bentaleb. Mann, ich will Shake Shot machen. Ei, 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 ei. Dieses Spiel für Schalke ist im Revierderby gegen Dortmund. Ab? Ich habe noch nie gegen Jan Fiete abgespielt. Ich komme. Ich habe schon endlich auch aufgehört. Maximilian Meyer. 3-0. Nein. Schalke ist Youngster
17. Saisontor von Max Meyer. Da hat nur einer. Martinia hätte den halten können, aber Maximilian Meyer. Schalke bleibt damit weiter auf dem ersten Platz. Piazza. Aber sein Kollege war nie Und nochmal die Hamburger. Bobby Wood. Bobby Wood, Ralf Herrmann. Das ist doch nicht fair, Mann. Und wieder Ralf Herrmann. Der Ehrenmann. Gute Burgstaller. Das Spiel ist vorbei. Schalke gewinnt mit einem 3-0. Wow. Aber in den ersten paar Minuten hatte Hamburg die Chance und dann kamen wir so noch in den letzten Minuten vor der Halbzeit. Und dann in der zweiten Halbzeit hatten wir vor uns die Torchancen. Ich guck mal, wie viel Vorlage hat so eine Vorlage. Ja, das war eine Flanke von Goretzka. Eine Vorlage und ein Tor hat Max Meyer. Richtig gut. Ja, sowas gefällt mir richtig gut. Ja. Damit muss Bayern 13 Treffer aufholen, nee, 19 eigentlich, um uns damit aufzuholen, oder 17. Weil für die Bayern ist es schwer, gegen uns ranzukommen, weil wir sind schon fast über 10 Punkte. Mit dieser Aufstellung müssen wir das nächste Spiel spielen. Ja, nächstes Spiel ist das Revierderby. Boah, ich verstehe nicht, warum ich zwei Pressekonferenzen kriege. Abbrechen. Batshuayi ist ja schon gut drauf, ne? Ich mach mal Maya motivieren. Weil... Kann man das gleich in den News sehen? Ja, wir gehen noch mal zwei Tage vor. Ich guck mal, welcher Tabellenplatz Dortmund ist. Die sind gar nicht in den Top 6. Das ist doof. Es warnt vom starken Meier. Vom starken Meier. Schalke wollte einen möglichen Verkauf von Max Meier nicht hinter. Wow, also ich habe das noch nie gehabt, aber warnt vorm Starten. Ich dachte irgendwie anders, wollten die sagen. Ja, Marco fehlen 10 Tore, um Meier aufzuholen. Ja Leute, das war's in meinem Video. Like dieses Video, teilt dieses Video, abonniert meinen Kanal, abonniert Fight Gaming, abonniert Nero Gaming, abonniert Killer Rage Gaming TV. Das war's mit meinem Video und ciao.